Der nächste Tagesordnungspunkt, meine Damen und Herren, befasst sich mit der Verlängerung eines Bundeswehreinsatzes. Es geht um den im Kosovo. Die internationale Sicherheitspräsenz im Kosovo geht zurück auf eine UN-Resolution aus dem Jahr 1999, also ist 19 Jahre alt. Nils Annen, der Staatsminister im Bundesaußenministerium, ist wiederum der erste Redner auch in dieser Debatte. Ich kenne aus der Zeit, als ich noch jung war. Das ist sehr lange her, ja. Ja, meine Damen und Herren, auf jeden Fall hat der Lonely Planet die Republik Kosovo als eines der Top-Reiseziele für das Jahr 2018 ausgewählt. Und jetzt mal ehrlich, wer hätte das vor ein paar Jahren für möglich gehalten? Und wir kommen jetzt, denke ich, dann doch schon noch zu dem ernsten Kern dieser Debatte. Denn wenn wir auf die 20 Jahre zurückblicken, nach dem Ende des blutigen Krieges auf dem Balkan, dann muss man feststellen, wächst im westlichen Balkan wieder Demokratie, die Wirtschaft gewinnt an Stabilität und die Region wächst langsam, aber sie wächst wieder zusammen. Zu Recht schaut die Welt inzwischen auch mit gesteigertem Interesse auf die Region, wie ich das erwähnt habe, beispielsweise als Reiseziel. Auch das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Und gleichwohl ist uns allen klar, der Krieg ist weiterhin in den Köpfen. Nicht alles ist aufgearbeitet. Und deswegen müssen wir weiter, meine Damen und Herren, hart arbeiten. Denn wir haben ein vitales Interesse daran, den westlichen Balkan fest in Europa zu verankern. Das gilt für Serbien und Montenegro, ebenso für Albanien und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Kosovo hat sich in den vergangenen Jahren allmählich konsolidiert und Kosovo hat wichtige Fortschritte gemacht. Wahlen laufen inzwischen geordnet ab. Die Kosovo Police Force übernimmt inzwischen umfassend Polizeiaufgaben wahr. Die kosovo-serbischen Gerichte und Staatsanwälte sind vollständig in die kosovarische Justiz integriert. Dass dies alles innerhalb von weniger als 20 Jahren gelungen ist, das ist das Ergebnis der Bemühungen von vielen, der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der NATO und ganz besonders wichtigen Partnern wie beispielsweise den Vereinigten Staaten von Amerika. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch das Verdienst unserer Soldatinnen und Soldaten, die im Rahmen von KFOR seit 1999 ihren Dienst tun. Dafür, denke ich, gebührt Ihnen unser Dank und unser aller Anerkennung. Aber zur Wahrheit gehört auch, die staatlichen Strukturen in Kosovo funktionieren noch nicht so, wie wir uns das wünschen. In der Geschichte der zweitjüngsten Republik der Welt gibt es nach wie vor Defizite im Aufbau des Staates, gibt es nach wie vor Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit, das ist allgemein bekannt, bei der Bekämpfung von Korruption und uns ganz besonders wichtig, Defizite bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Und ja, auch die wirtschaftliche Situation ist bei allen Fortschritten nicht ideal. Insbesondere die hohe Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Problem, eine Bewährungsprobe für das junge Land. Aber auch das Verhältnis zu Serbien bleibt schwierig, naturgemäß schwierig. Die kosovarisch-serbischen Beziehungen haben sich allerdings dank der Vermittlung, vor allem der Europäischen Union, langsam normalisiert. Es gibt einen Normalisierungsdialog und die Lage hat sich in den letzten Jahren verbessert. Aber bis wir zu einer dauerhaften Entspannung des Verhältnisses kommen, bleibt dieses Zusammenleben eben schwierig. Und das Verhältnis bleibt spannungsgeladen. Und das ist letztlich auch der Grund, weshalb die internationale Truppenpräsenz KFOR im Moment jedenfalls noch erforderlich ist. Insgesamt gesehen ist die Lage im Kosovo ruhig und stabil. Und darüber sind wir froh und wir sind dankbar, dass das so erreicht werden konnte. Aber wir wissen, dass eine Eskalation ganz schnell die Lage verändern kann. Das haben wir ja bereits in diesem Jahr zweimal erlebt. Das letzte größere Ereignis, das uns beschäftigt hat, ich würde sagen, beschäftigen musste, war die zwischenzeitliche Festnahme von Herrn Djuric, dem Beauftragten von Präsident Vucic für die Verhandlungen mit dem Kosovo. Und ein Eingreifen von KFOR war in dieser Situation
nicht nötig, dankenswerterweise nicht nötig, weil es am Ende doch zu einer Deeskalation und dann auch zu einem verantwortungsvollen Handeln der, sozusagen der beteiligten politischen Akteure gekommen ist. Aber, und das ist mein Punkt hier, dass es KFOR gegeben hat, quasi als stabilisierende Rückversicherung im Hintergrund, war auch da ein Element, das dazu beigetragen hat, auch Druck ausgeübt hat, dass wir diese Krise, wie auch vorhergegangene Krisen, am Ende politisch lösen konnten. Und das ist eben genau der Punkt. Wir können nicht ausschließen, dass sich die Sicherheitslage durch einen unerwarteten Zwischenfall kurzfristig verschlechtert. Denn dieser Normalisierungsdialog, meine sehr verehrten Damen und Herren, der wird von beiden Seiten auch noch schmerzhafte Kompromisse erfordern. Und daher muss es bis auf Weiteres auch möglich bleiben, das KFOR ergänzen. Das will ich hier betonen. Der Charakter von KFOR hat sich ja verändert in den letzten Jahren. Das KFOR ergänzend zu den kosovarischen Polizeikräften und zur EU-Rechtsstaatsmission EULEX weiterhin eingebunden wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den kommenden 12 Monaten wird die Präsenz deutscher Truppen im Kosovo weiter abnehmen. In den vergangenen Monaten waren durchschnittlich 440 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Die Mandatsobergrenze, das ist unsere Bitte, sie beträgt 800 Personen, soll allerdings weiter beibehalten werden, um bei einer Verschlechterung der Sicherheitslage notfalls schnell und flexibel reagieren zu können. Ich denke, das ist ein pragmatisches Herangehen und gibt den Verantwortlichen vor Ort eben die notwendige Flexibilität. Meine sehr verehrten Damen und Herren, KFOR ist der älteste noch andauernde Auslandseinsatz der Bundeswehr. Und KFOR ist ganz ohne Zweifel eine Erfolgsgeschichte. Ich habe darauf hingewiesen, wie sehr sich der Charakter dieses Einsatzes über die letzten Jahre verändert hat. Und auch die Tatsache, dass wir unsere Truppenpräsenz so reduzieren konnten, zeigt ja, dass es in die richtige Richtung geht. Und wenn ich die vorhergegangene Debatte einmal aufgreifen darf, dann zeigt KFOR eben auch, dass ja, nach einem Auslandseinsatz, nach einer solchen Entscheidung, der Weg nicht schnell zu Ende geht. Aber wir sehen, dass wir Fortschritte machen und wir haben die Ziellinie im Blick. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man hier auch nennen muss. Und auch wenn die Hoffnung besteht, ich habe das gesagt, dass sich in den nächsten Jahren und hoffentlich auch Monaten die Sicherheitslage weiter stabilisieren kann, wir sind überzeugt, der Einsatz bleibt ein wichtiges Element unseres Engagements für den Frieden und für die Sicherheit auf dem westlichen Balkan. Und dieses Engagement, das ist ja in erster Linie ein politisches Engagement. Es ist in erster Linie auch ein wirtschaftliches Engagement, dass diese wichtige Region als eine gemeinsame Region denkt und handelt. Und innerhalb dieses Kontextes ist es aber wichtig, dass wir dieses kleine Instrument KFOR weiterhin uns zur Verfügung halten. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte ich Sie auch im Namen der Bundesregierung, Ihre Zustimmung zur Verlängerung dieses Mandates in Erwägung zu ziehen. Ich bin sicher, wir werden über Details hier vernünftig miteinander beraten, wie wir das gewohnt sind. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Debatte. Ja, das war Nils Ahn, meine Damen und Herren, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Die Debatte ist nicht zu Ende mit diesem Antrag zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Kosovo, sondern sie beginnt. Nächster Redner ist Jens Kästner für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weiteren schweren Schaden und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Der jugoslawische Präsident Milosevic führt dort einen erbarmungslosen Krieg. Wir aber führen keinen Krieg. Wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Das sagte Kanzler Schröder am 24. März 1999 dem deutschen Volk in einer Fernsehansprache. Die NATO griff die Bundesrepublik Jugoslawien mit der Beteiligung von 14 deutschen Tornados an, ohne dafür ein UN-Mandat zu haben und ohne dass ein NATO-Mitgliedstaat angegriffen und so der NATO-Bündnisfall ausgelöst worden wäre. Von den damaligen und heutigen Befürwortern wird der Kosovo-Krieg als einer der ersten humanitären Kriegseinsätze bezeichnet und als Maßnahme zum Schutz vor weiteren Menschenrechtsverletzungen der jugoslawischen Sicherheitskräfte gerechtfertigt.
Die serbische Regierung beklagte damals bei großen Teilen der albanischen Bevölkerung des Kosovo Abspaltungstendenzen und berief sich auf das Recht Serbiens, die seit 1997 auf dem damaligen Staatsgebiet mit Guerillamethoden agierende UÇK zu bekämpfen. Zusammen mit Kanzler Schröder, dem Außenminister Fischer und dem Verteidigungsminister Scharping wurde an einer großen Lüge gestrickt, um diesen Krieg zu rechtfertigen. Eine dieser Lügen war das angebliche Massaker von Rugovo, der angebliche Hufeisenplan zur ethnischen Säuberung des Kosovo. Nach letztendlich geschätzten 3.500 Todesopfern endete 1999 die Bombardierung Serbiens damit, dass Milosevic nachgab, seine Truppen zurückzog und den Weg für die Stationierung von NATO-Truppen freimachte. Die Bundeswehr rückte daraufhin mit einem großen Kontingent gemeinsam mit seinen Verbündeten in das Kosovo ein. Seit über 18 Jahren steht die Bundeswehr im Kosovo, und wir beraten heute über eine Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der internationalen Truppenpräsenz im Kosovo, kurz KFOR. Ich selbst durfte als Mitglied des zweiten Kontingentes KFOR die Zerstörungen und die verfeindeten Volksgruppen begleiten. Ich spürte den Hass der Albaner auf die Serben und die tiefe Angst der verbliebenen serbischen Bevölkerung im Kosovo. Die Bundeswehr hatte unter anderem den Auftrag, die verbliebenen Serben in Enklaven wie Velika Hoca und den Stadtteilen von Orahovec und Prizren zu schützen. Ich habe die brennenden Häuser von serbischen Familien gesehen, die geflohen waren, von Albanern entzündet, um deren Rückkehr zu verhindern. Ich habe bestialisch ermordete Serben in Prizren gesehen. Auf der anderen Seite musste ich auch mit ansehen, wenn albanische Frauen die Kleidung ihrer getöteten Ehemänner aus dem Grab heraus identifizieren mussten. Ich habe die Mordlust in den Augen der albanischen Bevölkerung gesehen mit ihren eindeutigen Gesten, wenn wir im Rahmen unseres Auftrages serbische Familien in Bussen eskortiert haben, um ihre Verwandten in Mitrovica im nördlichen Kosovo zu besuchen. Warum sage ich das alles? Weil ich mich schon damals gefragt habe, ob eine reine Präsenz der Streitkräfte ausreicht, um dauerhaft Frieden in dieses Land zu bringen. Schon damals war mir klar, hier muss eine nachhaltige politische Lösung angestrebt und gefunden werden. Im Jahr 2002 war ich dann Teil eines weiteren Kontingentes KFOR und konnte mir ein Bild von den angeblichen Erfolgen, die auch hier heute so angepriesen wurden, seit dieser Zeit zu machen. Kriegsverbrecher und Mörder der UÇK-Führung wie Hasim Tači, die ich noch 1999 an Checkpoints kontrollierte, gehörten nun zur politischen Elite des Kosovo und sind Ansprechpartner für uns. Immer noch gab es Hass auf beiden Seiten. Sicherlich besserte sich die Infrastruktur und die Sicherheitslage des Landes, und das auch nicht zuletzt durch die Unsummen an Hilfsgeldern, die in das Kosovo flossen und immer noch fließen. Aber eines war deutlich ersichtlich: an der politischen Lage hatte sich nichts, aber auch gar nichts verbessert. Korruption, Vetternwirtschaft und Kriminalität waren damals spürbar und sind heute immer noch ein fester Bestandteil des Kosovo, auch weil gerade die alten Kader der UÇK immer noch in wichtigen Funktionen verankert sind. Der Kosovo war damals und ist heute aus meiner Sicht ein gescheiterter Staat. Dieses Elend sollte beendet werden. Wo sind die zukunftsweisenden politischen Lösungen, die dazu beigetragen haben, dieses Land in eine wie auch immer geartete, keine Zwischenfrage, Sie können gleich, wenn Sie möchten, danach was fragen, in eine immer geartete, friedliche Zukunft zu entlassen? Jeder einzelne Soldat hat stets seinen Auftrag im Kosovo erfüllt und sein Bestes gegeben, für alle Menschen, sei es für Serben oder sei es für Albaner. Aber wo ist denn nun letztendlich die wirkliche politische Lösung für diesen Konflikt in Sicht? Es wurden seit damals Fakten geschaffen im Kosovo. Wir als AfD, wir stehen für Verstand statt Ideologie und Träumerei. Es gibt mit uns keinen Persilschein für einen unendlichen Einsatz deutscher Kräfte im Kosovo. Wie könnte eine realistische politische Lösung aussehen? Eine ganz einfache Lösung wäre, der serbische Teil zur FARS. Ja, ich komme zum Ende. Der serbische Teil zu Serbien, der albanische Teil zu Albanien, und man könnte die Farce eines eigenständigen politischen Gebildes namens Kosovo beenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jens Kästner war das für die AfD-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Peter Tauber, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Er gehört der CDU an. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Republik Kosovo hat im März diesen Jahres den 10. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit gefeiert. Und die Menschen dort führen heute ein Leben in Freiheit und auch in Frieden. Und um das an das anzuknüpfen, was Nils Annen gesagt hat, wir Älteren erinnern uns daran, dass das auch mal anders war. Und dass das so ist, dazu haben wir einen Beitrag geleistet. Seit 1999 mit der NATO-Mission KFOR. Mittlerweile waren im Rahmen der Mission bereits über 100.000 Angehörige der Bundeswehr, Soldatinnen und Soldaten, aber auch zivile Mitarbeiter eingesetzt. Und für ihren unermüdlichen Einsatz bin ich persönlich unseren Soldatinnen und Soldaten sehr dankbar. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir das wie immer nicht alleine getan haben, sondern gemeinsam mit unseren Partnern und damit einen Beitrag für Sicherheit und Frieden in der gesamten Region geleistet haben. Denn dass die Lage heute im Kosovo stabil ist, trotz mancher Zwischenfälle, die es immer noch gibt, das hat ja etwas damit zu tun, dass wir in den 90er Jahren auf diese Region Europas mit großer Sorge geschaut haben und wir uns gefragt haben, wie wir eigenverantwortlich, wir alle in Europa, einen Beitrag für Sicherheit und Frieden überall auf unserem Kontinent leisten können. Und wenn Vorredner hier von einem gescheiterten Staat sprechen, wenn an einem Rednerpult des deutschen Parlaments erklärt wird, wie künftig Grenzen in Europa für andere Völker auszusehen hätten, dann glaube ich, tun wir gut daran, zu erinnern, dass wir den Auftrag haben, für Stabilität und Frieden zu sorgen, dass wir andere Völker unterstützen wollen, aber dass wir niemandem vorschreiben, in welcher Form von Staatlichkeit, innerhalb von welchen Grenzen sie zu leben haben. Das sagt viel aus über ihr politisches Selbstverständnis, anderen Völkern das diktieren zu wollen. Das machen wir sicherlich nicht. Was unbedingt gesagt werden muss, ist, dass dieser Einsatz natürlich nur dann einen Sinn macht, so wie das für alle Mandate gilt, die wir hier diskutieren, wenn das im Rahmen des sogenannten vernetzten Ansatzes geschieht. Das heißt, wenn wir darüber hinaus fragen, welchen Beitrag braucht es für Stabilität und Frieden neben der rein militärischen Präsenz? Und wenn Sie sich noch mal vor Augen führen, nicht nur mit welcher Zahl an Soldaten wir in den letzten Jahren bei KFOR beteiligt waren, sondern wenn Sie sich auch noch mal vor Augen führen, wie sich die Aufgaben unserer Soldaten in diesen Jahren verändert haben, dann kommt man nicht umhin zu sagen, dass das eine Erfolgsgeschichte ist, eine langsame Erfolgsgeschichte, aber dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind. Wir haben es ja nicht bei diesem Einsatz belassen. Ich will verweisen auf die 570 Millionen Euro der sozialen und wirtschaftlichen Aufbauhilfe für das Land seit 1999. Ich will verweisen auf den Beitrag der Europäischen Union zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit des Kosovo. Ich glaube, weil da wieder ein wunderbarer Zwischenruf von der Linkspartei kam, ich greife die immer so wunderbar gerne auf, weil sie so unheimlich zeigen, dass sie einfach auch positive Entwicklungen nicht wahrnehmen wollen, weil sie nicht in ihr Weltbild passen. Einfach pauschal sich hier hinzustellen und sagen, das hat nichts gebracht, wenn sie wissen, wie die Situation dort vor 20 Jahren war, das zeigt, dass sie einfach die Augen vor der Welt verschließen. Sie machen sich das, wie sie die Welt wollen und nicht, wie sie ist. Das ist keine verantwortliche Politik. Lieber Herr Neu, wir diskutieren das gerne an vielen anderen Stellen weiter. Ich weiß auch nicht, was Sie alles dazwischen gerufen haben. Es braucht nicht immer eine Erwiderung. Das, was Ihnen zu sagen ist in der Sache, habe ich Ihnen gesagt. Die Sicherheitslage ist noch nicht so, wie wir sie uns wünschen, sonst wären wir nicht dort. Aber sie hat sich eben deutlich verbessert und auch die lokalen Sicherheitskräfte leisten eine gute und verlässliche Arbeit. Herr Tauber, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Neu? Nein, brauche ich ehrlich gesagt nicht. Also die 35 Sekunden, die ich noch habe, nutze ich auch gerne, um darauf einzugehen. Angst ist keine Weltanschauung. Und wer von Ihnen Angst hat, der muss wirklich mit dem Klammerbeutel gebrudert sein. Aber ich muss nicht auf jede Dummheit hier eingehen. Und vom Kollegen Neu bin ich viel gewohnt. Mir reicht es im Ausschuss, ehrlich gesagt. Also, wir wollen die NATO-Mission KFOR fortsetzen. Wer schreit, hat Unrecht, hat meine Mama mir immer beigebracht. Schreien Sie weiter, Sie haben immer Unrecht.
Wir wollen die NATO-Mission KFOR fortsetzen und das heute zur Debatte stehende Mandat für die Fortsetzung unseres Beitrags an KFOR bleibt im Kern unverändert. Das gilt auch für die Obergrenze von 800 Soldatinnen und Soldaten. Und daher bitte ich Sie im Namen der Bundesregierung um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Zustimmung von Seiten der CDU-CSU-Fraktion. Das war der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Peter Tauber, der Teil der CDU-CSU-Fraktion ist. Weiter geht es jetzt Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die FDP, deren verteidigungspolitische Sprecherin sie ist. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Herr Tauber, ich höre Ihnen immer so gerne zu. Man merkt dann doch manchmal, dass das Generalsekretär-Nicht-Dasein Ihnen doch ein bisschen fehlt. Aber das ist immer schön zuzuhören. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, es ist in der Tat schon oder gerade 19 Jahre her, dass in Europa nur eine Flugstunde von München entfernt ein wirklich grausamer Krieg tobte. Und der letzte der Jugoslawienkriege, die so viele Menschen gekostet haben, wurde im Kosovo ausgetragen. Auch dort mussten Hunderttausende die Flucht ergreifen. Man rechnete damals 825.000 Menschen, von denen viele übrigens auch nach Deutschland geflohen waren. Und in der Tat erinnere ich mich sehr gut an die Kinder der Geflohenen, die auch in den Klassen meiner Kinder waren und die dann anschließend, als der Frieden mehr oder weniger zurückkehrte, zurück in ihre Heimat gegangen sind mit ihren Eltern, weil diese ihr Land wieder aufgebaut haben. Viele von Ihnen aus meiner Generation werden in der Tat diese Bilder noch präsent haben. Und für die jüngere Generation, gerade weil ich heute so viele junge Leute auf der Tribüne sehe, mag es unvorstellbar sein, dass sich so etwas in unserer Nachbarschaft zugetragen hat, in Europa, das für die meisten ganz selbstverständlich, Gott sei Dank, ein Ort des Friedens ist. Viele Menschen in Deutschland ist heute, glaube ich, gar nicht mehr so präsent, dass die NATO, auch die Bundeswehr, dort nach wie vor aktiv ist, während gleichzeitig ja beim Westbalkangipfel über Perspektiven zu EU-Beitrittsverhandlungen diskutiert wird. Und die Aufgabe der KFOR damals, zu der mehr als 50.000 Soldatinnen und Soldaten aus 40 Nationen gehörten, war es, den Flüchtlingen wieder eine sichere Rückkehr zu ermöglichen und die Region zu stabilisieren. Und das ist gelungen, und inzwischen hat sich der Auftrag naturgemäß verändert. Es geht heute darum, die ruhige, aber eben nicht immer stabilere Sicherheitslage abzusichern und die staatlichen Sicherheitskräfte zu unterstützen. Und konsequenterweise wurde dafür auch die Einsatzkontingente der NATO immer weiter heruntergefahren. Deutschland ist heute nur noch mit einem Bruchteil der ursprünglichen Truppenstärke in Kosovo vertreten. 1999 waren es sage und schreibe 6.400 Soldatinnen und Soldaten, heute weniger als 400, also eine ganze Generation. Die Sicherheitslage hat sich, wie gesagt, verbessert. Die kosovarischen Sicherheitskräfte sind zunehmend besser dazu in der Lage, für Stabilität zu sorgen. Und wann dieser Prozess und damit auch der Auftrag der Bundeswehr letzten Endes abgeschlossen sein wird, kann heute niemand genau sagen. Aber in der Region gibt es auch 10 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo immer noch Spannungen. Der Normalisierungsprozess mit Serbien, leider steht er auf der Stelle. Und die schlechte wirtschaftliche Situation ist auch für eine politische Aussöhnung nicht gerade förderlich. Das sind Fakten, die es uns leider nicht erlauben, das Engagement der Bundeswehr auf der Stelle zu beenden. Aber wir steuern bei KFOR erkennbar auf das Ende des Einsatzes zu. Und wenn wir der Regierung Glauben schenken dürfen, wird das deutsche Kontingent in den kommenden 12 Monaten noch einmal deutlich reduziert. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass dieser Einsatz verantwortungsvoll zu einem erfolgreichen Abschluss geführt wird. Das darf nicht überhastet geschehen. Der Einsatz führt auch zur Integration des Kosovo in transatlantische und europäische Strukturen. Und deshalb unterstützen die Freien Demokraten diesen Einsatz weiterhin. Noch einmal ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des Konflikts. Die Unterstützung der FDP, das war Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Weiter geht es mit Sevim Dadelen für die Linksfraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wieder einmal beraten wir hier heute über den Einsatz der Bundeswehr im Kosovo. Seit nunmehr 19 Jahren steht die Bundeswehr im Kosovo und soll hier für Sicherheit und Ordnung sorgen. Aber die Wirklichkeit im Kosovo ist erschütternd.
Ein demokratisches, ein friedliches, ein multiethnisches Kosovo, wie es Ihr Auftrag war, hat dieser KFOR-Einsatz jedenfalls nicht aufgebaut. 230.000 Serben und Angehörige anderer ethnischer Minderheiten mussten nach diesem völkerrechtswidrigen NATO-Angriffskrieg fliehen und leben nach wie vor im Exil. Die soziale und wirtschaftliche Situation im Kosovo ist 19 Jahre nach dem Krieg einfach desaströs. Bitterste Armut ist verbreitet. Es kommt zu Mangelernährung und Wachstumsstörungen bei Kindern. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 50% und die Jugendarbeitslosigkeit soll 80% betragen. Die Lage für Roma und Serben im Kosovo bleibt nach wie vor unsicher. Wenn man den eigenen Anspruch der KFOR ernst nimmt, kann man hier nur ein völliges Versagen dieses KFOR-Einsatzes feststellen. Und es ist unmenschlich auch, dass die Bundesländer verfolgte Roma in dieses Krisengebiet abschieben. Und es ist bemerkenswert sowie bedauerlich, dass dabei gerade die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg eine führende Rolle dabei einnimmt. Und wenn man sich die Entwicklung der allgemeinen Sicherheitssituation im Kosovo anschaut, kann man über die Rolle der KFOR im Kosovo eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Unter den Augen der KFOR haben mafiöse Netzwerke zusehends die Kontrolle über das Wirtschaftsleben und die Politik im Kosovo übernommen. Die islamistische Kopfabdiktatur Saudi-Arabien, die Türkei Erdogans und nichtstaatliche Geldgeber aus der arabischen Welt finanzieren im Kosovo laut Antworten der Bundesregierung auf Anfragen der Linksfraktion die Ausbreitung von islamistischen Strukturen im Kosovo. Ich finde, das ist keine Erfolgsmeldung Ihres Einsatzes und Ihrer Arbeit im Kosovo. Das ist fürchterlich und das ist erschreckend. Und das zeigt auch, dass Stabilität anderes ist als das, was Sie hier bezeichnen. Und jetzt, was macht die Bundesregierung jetzt? Jetzt will die Bundesregierung auch noch Serbien zwingen, ihre völkerrechtswidrige Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovos nachzuvollziehen. Unter Verletzung des EU-Rechts und des Völkerrechts, ja, setzen Sie als Hebel die EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien hier ein. Und es ist wirklich abstrus. Es ist abstrus, Russland wegen der Krim Völkerrechtsbruch vorzuwerfen und deshalb mit Sanktionen zu belegen, und hier im Falle des Kosovo anderen Staaten die Anerkennung der völkerrechtswidrigen Sezession des Kosovo aufzuzwingen, meine Damen und Herren. Und einer solchen Außenpolitik der doppelten Standards fehlt jedenfalls jeder völkerrechtliche Kompass. Und dabei gibt es auch heute, 19 Jahre nach diesem Angriffskrieg, viel aufzuarbeiten. Ich rede jetzt nicht von den zahlreichen Opfern und ihren Angehörigen und Hinterbliebenen damals von diesem Krieg, sondern über die Folgen des Krieges im Jahr 2018, also jetzt. Und da frage ich mich, warum beteiligen Sie sich nicht endlich an einer unabhängigen Untersuchung über den Einsatz von Uranmunition in diesem Krieg? Stattdessen lassen Sie NATO-Expertisen anfertigen, die natürlich keinen Zusammenhang zwischen den rasant gestiegenen Krebsraten in der Region und dem Einsatz der Uranmunition durch die NATO erkennen lassen. Ich finde, auch nach 19 Jahren dieses Angriffskrieges steht die Aufarbeitung der Folgen für das internationale Recht aus. Die Bundesregierung bewirbt sich morgen um einen UN-Sicherheitsratssitz. Wer aber Völkerrecht bricht und nicht bereit ist, die eigenen Völkerrechtsbrüche und offenen Verletzungen der UN-Charta aufzuarbeiten, disqualifiziert sich für einen derart verantwortungsvollen Posten. Die Bundesregierung ist gefordert, zum Völkerrecht zurückzukehren. Denn das, mein letzter Satz, ist die einzige Voraussetzung für eine friedliche Außenpolitik. Die Rede von Sevim Dardelen war das. Ihre Kritik an diesem Einsatz, die Wirklichkeit im Kosovo, so hat sie gesagt, ist erschütternd. Es gibt bittere Armut und Wachstumsstörungen bei Kindern. Manuel Sarrazin, Sprecher für Osteuropapolitik der Bündnis 90 Grünen, ist der nächste Redner. Ja, Frau Präsidentin, jetzt haben wir hier von zwei Fraktionen im Hause eine fröhliche Geschichtsstunde erlebt. Das mag ich ja sehr. Ich würde nur... Ja, Herr Dr. Neub.
Ich habe ja nichts gegen Geschichtsstunden, vor allem nicht, wenn mein Mikro an ist. Aber ich würde einen Vorschlag machen. Wenn man etwas in diese Region hineintransportieren möchte, was meiner Ansicht nach die wichtigste Message für Frieden und Aussöhnung ist, dann, dass man über alle Opfer und alle Täter redet in seinen Reden. Und diese beiden Beiträge haben nur eine Seite beleuchtet. Nur die einen Opfer, nur die einen Leiden, nur die einen Menschen, die unter diesem Konflikt gelitten haben und nicht auch die anderen. Und das ist nicht die Message für Frieden. Und wir sagen, und das sagt auch die Bundesregierung, die Grenzen in dieser Region sind gezogen. Und es gibt gar keinen Weg, dass man denkt, die gezogenen Grenzen könnten verändert werden. Wer einerseits sagt, wir brauchen eine Gesamtlösung für die Region und andererseits vorschlägt, Grenzen zu verändern, der legt die Lunte an das Fass, der provoziert Krieg. Und das ist das, was Sie hier vertreten haben. Und deswegen ist es wichtig, dass der KFOR-Einsatz fortgesetzt wird. Gerade die serbischen Minderheiten, die im Kosovo noch leben, so wie beispielsweise der Abt vom Kloster Debčan, wünschen sich, dass KFOR präsent bleibt als Rückversicherung, weil sie sich noch nicht hundertprozentig sicher sind. Die Lage ist sicherer, sie ist stabil, aber sie wünschen sich, dass wir präsent bleiben als Rückversicherung, falls schlechtere Zeiten eintreten. Deswegen gilt es, dieser Einsatz ist erfolgreich. Aber der wirkliche Erfolg wird sich am Ende über den erfolgreichen Weg in Richtung Europäische Union für Kosovo und Serbien entscheiden. Und das müssen Sie einfach verstehen. Das, was wir sehen, ist, Kosovo ist in einer sehr, sehr, sehr intensiven Zeit. Der Normalisierungsprozess, der eine fast ungeahnte Dynamisierung gebracht hat vor einigen Jahren in die Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo, ist in Stocken geraten, er soll wieder aufgenommen werden. Wir wünschen uns sehr, dass die kosovarische Seite und Präsident Vucic hier in Gespräche kommen und dass wir tatsächlich eine richtig tragfähige Lösung bald kriegen. Und wir sehen auch, dass die internationale Gemeinschaft die kosovarische Politik dazu gebracht hat, ein Spezialgericht einzusiedeln in Den Haag, was die Kriegsverbrechen der UCK zwischen 1999 und 2001 aufarbeiten soll. Und wir halten es für absolut notwendig, dass sich auch die kosovarische Politik dieser Verantwortung stellt, weil das war es, was ich gerade gesagt habe. Alle Opfer dieses Krieges sind Opfer, deren gedacht werden muss und denen man Respekt zollen muss. Das ist die Grundlage für uns. Und wenn ich mir überlege, was für diese Gesellschaft im Kosovo und auch für die angespannte politische Lage im Kosovo ein wirkliches Herangehen an diese Probleme bedeuten kann in den nächsten 12 Monaten, dann bin ich der festen Überzeugung, dass es besser ist, wenn wir nicht unser Engagement komplett einstellen, sondern wenn die Bundeswehr präsent ist. Mit 80 Soldatinnen und Soldaten im Land und mit einer Mandatsobergrenze von zunächst 800, um den Menschen im Kosovo, ganz egal ob Serben, Ägypter, Kosovar, Albaner, das Gefühl zu geben, ihr seid nicht alleine, Deutschland ist weiter da. Was ich im Kosovo gemerkt habe, ist, dass es einen großen Respekt gegenüber der Arbeit der deutschen Soldaten gab, die sehr, sehr beliebt vor Ort waren, von allen Seiten. Und ich denke, dass wir deswegen guten Gewissens diesen Einsatz um ein weiteres Jahr verlängern können. Vielen Dank. Die Rede von Manuel Sarrazin war das Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist Peter Bayer, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Kosovo ist ein Land, das in der gesamten Region einzigartig ist, übrigens genauso einzigartig wie seine Menschen. Die Bevölkerung hat den jüngsten Altersdurchschnitt von allen Ländern in der gesamten Region, ja vielleicht sogar in der Europäischen Union. Und dieser jüngste Staat Europas ist von Deutschland als souveräner Staat als erstes anerkannt worden. Und das ist sehr gut, das ist richtig. Nicht gut und nach wie vor nicht richtig ist allerdings, meine Damen und Herren, dass nach wie vor 5 Staaten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das Kosovo nicht als unabhängigen, souveränen Staat anerkannt haben. Ich appelliere, wie in jeder meiner Rede zu Kosovo, an diese Staaten,
sich dazu zu zwingen oder sich dazu bewegen, diese Entscheidung doch noch einmal zu überdenken und das Kosovo endlich anzuerkennen. Und meine Damen und Herren, wie ist es nun heute um das Kosovo bestellt? Die Sicherheitslage ist fortschreitend stabil, was zu einem Gutteil auch der hervorragenden Arbeit der Soldatinnen und Soldaten von KFOR gezollt ist. Aber nach wie vor stellen wir fest, die Lage ist auch fragil. Und eben genau deshalb ist die Truppenpräsenz von KFOR nach wie vor erforderlich. KFOR leistet dort einen unverzichtbaren Beitrag zur Stabilisierung und zur Sicherheit der Region. Wir hatten vorhin schon gehört von Herrn Staatsminister, dass es sich um den längsten Auslandseinsatz der Bundeswehr hält. Seit 1999 sind wir dort im Einsatz, mit zeitweise bis zu 6.500 Soldatinnen und Soldaten, heute deutlich weniger, meine Damen und Herren. Und an der Lage dort, an unserer Aufgabe, ändert auch nichts vom Grundsatz her die Schließung des Einsatzlazaretts in Prizren, die Verlagerung des deutschen Engagements, das wir jetzt verzeichnen, hin auf die NATO-Beratungs- und Verbindungsteam und hier auf zur Beratung hin der kosovarischen Sicherheitskräfte, ist eine inhaltliche, tendenzielle Verlagerung, aber sie ändert nichts an der Wichtigkeit und Richtigkeit unserer Präsenz dort. Meine Damen und Herren, auch die Beibehaltung der Obergrenze von 800 Einsatzkräften unterstreicht das deutsche Bekenntnis zu den eingegangenen Verpflichtungen gegenüber der NATO, gegenüber den Vereinten Nationen, ja, auch gegenüber dem Kosovo und gegenüber Serbien. Und wenn man jetzt in letzter Zeit verstärkt Ideen hört, zu sagen, lohnt es sich tatsächlich noch, die Beitrittsperspektive zur Europäischen Union aufrechtzuerhalten, dann sage ich ja. Ich halte es für grob falsch, uns von der Beitrittsperspektive, die wir gegeben haben im Jahre 2003 auf dem Gipfel von Thessaloniki, aufzugeben. Denn eine privilegierte Partnerschaft, so etwas wird vorgeschlagen, ist etwas, was nur derjenige als Argument vorbringen kann, der nicht verstanden hat, wie die Region funktioniert und welche Erfolge und Fortschritte es gibt. Wir stehen fest zu den gemachten Beitrittsperspektiven, meine Damen und Herren. Ein Grund für die Verlängerung des Mandats ist auch, dass es immer noch keine Kosovo-Armee gibt. Der Transformationsprozess von den Kosovo Security Forces hin zu einer Kosovo-Army dauert länger als ursprünglich gedacht. Und ein anderer Grund ist auch noch wichtig, um zu verstehen, warum es richtig ist, dass Kosovo, das KFOR, noch vor Ort gebraucht wird. Und das ist der Einfluss dritter Akteure, insbesondere der Einfluss Russlands in der Region. Ein Beispiel: Das sogenannte russisch-serbische humanitäre Zentrum, das in der serbischen Stadt Nis, weniger als 100 Kilometer von der kosovarischen Hauptstadt Pristina entfernt, entstanden ist, wird sozusagen als Gegengewicht zur KFOR-Präsenz gesehen. Und bei meinen Freundinnen und Freunden in Washington höre ich verstärkt Stimmen, die in Betracht ziehen, eine permanente Militärpräsenz im Kosovo. Meine Damen und Herren, jedem muss klar sein, jeder muss wissen, dass eine überbotmäßige Reduzierung der Truppenpräsenz zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls zu früh käme und damit gefährlich wäre. Es würde die bereits existierenden Spannungen in der Bevölkerung des Kosovo aufbrechen lassen und auch dem naheliegenden Einfluss Russlands ein offenes Feld überlassen und bereiten. Das kann nicht in unserem Interesse sein, meine Damen und Herren. Ich werbe genauso wie meine CDU-CSU-Bundestagsfraktion für die Verlängerung des Mandats, und dafür danke ich Ihnen herzlich, wenn Sie da mitmachen. Peter Bayer, sein Werben für die Zustimmung. Weiter geht es mit Thomas Erndl. Er ist der letzte Redner in dieser Debatte zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Kosovo. Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, wir sind im 20. Jahr des KFOR-Einsatzes. Längster Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr. Der Staatsminister hat es dargestellt. Trotz einiger Rückschläge ist es der NATO-geführten Militärpräsenz gelungen, ein stabiles Umfeld im Kosovo zu schaffen für die schwierigen politischen Veränderungen, die da notwendig waren. Und Deutschland hat dabei einen sehr großen Beitrag geleistet. Sicherheitslage ist gut und liegt mittlerweile im Wesentlichen in den Händen der Kosovaren selbst. Die KFOR-Kräfte bilden hier die dritte Sicherheitsebene und können flexibel
an die Entwicklung der Sicherheitslage angepasst werden. Können wir insgesamt zufrieden sein? Sowohl als auch. Es gibt Licht und Schatten, und diese Debatte hat es gezeigt. Wir haben eine stabile Sicherheitslage, was überhaupt die Grundlage ist für die politische Entwicklung. Aber natürlich gibt es gerade auch in wirtschaftlicher Hinsicht viel zu tun. Aber das ist doch kein Grund, KFOR insgesamt in Frage zu stellen. Es verbleibt nach wie vor ein großes Konflikt- und Eskalationspotenzial, insbesondere im Norden. Die Lage wird oft als ruhig, aber nicht stabil bezeichnet. Und manche sagen, es ist insgesamt noch mehr Sprengstoff, mehr Brisanz in der Region, als wir bei uns wahrnehmen. Ausdruck für die Instabilität, Ermordung des serbischen Politikers Juric, kurzzeitige Verhaftung, Ausweisung Kosovo-Beauftragter und einiges mehr, gefällt uns alles nicht. Und natürlich können wir auch teilweise mit der politischen Situation nicht zufrieden sein. Korruption, mafiöse Strukturen, Islamismus, viele Entwicklungen müssen wir mit Sorge betrachten. Aber können wir insgesamt zufrieden sein? Ich denke, ja. Es wurde viel geschaffen in diesen 20 Jahren. Und ich verweise nochmal auf meine Vorredner. Wir haben hier schon viel dargestellt. Auch wenn wir noch viele Herausforderungen vor uns haben. Ich glaube, grundsätzliche Fragen friedlichen Zusammenlebens mitten in Europa sollten hier in diesem Hause keinen Dissens verursachen. Und wenn ich hier Kritik von links und von rechts höre, Kritik einfach hier vorgetragen, ohne eine konkrete Lösung, dann muss ich sagen, was hätten Sie denn 1999 getan? Hätten Sie das Morden hier einfach weiterlaufen lassen, debattieren? Ja, das hätte den Menschen vor Ort sicherlich nicht geholfen. Meine Damen und Herren, vor ein paar Wochen in den Pfingstferien war ich mit meiner Familie im Norden Kroatien, in Istrien, in Urlaub. Das ist von meinem Heimatort aus gesehen näher als hier die Reise nach Berlin. 1996 war ich auch im ehemaligen Jugoslawien, war ich auch auf dem Balkan, auch als Soldat. Und ich stelle mich nicht hier hin und kritisiere, sondern ich frage mich ehrlich gesagt in der Rückschau, wie konnten wir damals solche Kriegshandlungen vor unserer Haustür zulassen? Wie konnten wir diese Situation lassen? Was wäre denn 1999 Ihr Weg gewesen? Ich habe da keine Antwort gehört. Und deswegen war die Intervention der NATO 1999 richtig. Deswegen war KFOR damals richtig und ist heute im 20. Jahr immer noch richtig, meine Damen und Herren. Und den vielen tausend Soldaten der Bundeswehr, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die dort über die Jahre ihren Dienst geleistet haben, gilt unser herzlichster Dank für diesen großen Einsatz. Und wir vergessen auch nicht die 27, die dort auch bei diesem Einsatz ihr Leben lassen mussten. Und mancher mag nun meinen, angesichts der weiteren Reduzierung der Aufgabe des Feldlagers Prizren, es ist ein Ende absehbar. Ich vermag es an dieser Stelle nicht zu sagen. Der größte Fehler wäre, zu schnell nicht mehr hinzuschauen. Der größte Fehler wäre, in eine Situation zu kommen, in der wir vielleicht Provokationen zulassen, nicht mehr hinschauen. Ich glaube, es wird noch lange nötig sein, hinzuschauen, in welcher Form das auch immer geschehen wird. Für das nächste Jahr geschieht es im Rahmen des KFOR-Mandats. Deswegen bitte ich um Unterstützung für die Verlängerung. Herzlichen Dank. Thomas Erndl, meine Damen und Herren, war der letzte Redner in dieser Debatte zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Kosovo. Der längste Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr. Es gibt durchaus noch Probleme, das haben auch die zustimmenden Redner eingeräumt. Ablehnung besonders von der Linksfraktion und der AfD.